Hallo, ihr Quirlinge! Liftboy Dringil ist in der Kantine von Edgewater, einem Pub, einer Bar. Hier steppt der Vikar im Kettenhemd nachts an einer Stange auf einem Tisch. Und ich will hier nochmal schauen, ob irgendwer noch hier ist. Ah, Winslow zum Beispiel, den man noch ansprechen kann, der besonders aussieht. Die alle irgendwie nicht. Wobei, der sieht schon besonders aus mit diesen Haaren. Oder sie. Na, unbestimmt. Aber außer Winslow scheint ja niemand mehr Wichtiges zu sein. Never seen you here before. You a visitor? Welcome. On behalf of the Spacer's Choice family, let me welcome you to where am I again? Edgewater? Edgewater, jewel of the Vale. May the law bless our beloved cannery with 100 years of, what's it called? Productivity. That's the one. Yep, that's us. Productive. Mhm. Ja, beim Trinken bist du sehr produktiv, das glaube ich dir sofort. Solltest du nicht arbeiten? I am in no condition to do any work. Not so long as my injuries trouble me. Du hast eine Verletzung? Yep. Got my mitt stuck in a rotor wheel. Shredded my wrist up real good. Conrad went and sewed up my hand, but I couldn't do much about the pain. Boss was real generous to me, though. Got myself a 5% discount on Zero G Brew. After the second bottle, the only pain I feel is emotional. Okay, ja, das ist echt super. Klingt fast so, als bräuchte so ein Chirurgen. Hey, Conrad's a surgeon. Well, he's a barber. That's like surgery, but for your hair. Ja, genau. Es ist total logisch. Aber deine Hände sehen noch ganz gut aus. Können wir noch mal... steh doch mal auf. Ja, komm. Hey, it's the visitor. Come back for another round? The visitor? Ich habe Spitznamen bei dir. Wie geht's der Hand? Numb to the bone, thanks to Zero G Brew. Zero G Brew. It's an ale that's good for what ails you. Mhm. Nee. Da kann man wohl nichts machen, um mit ihr jetzt zu sprechen, wegen des Toilettenfunds und wegen dieses Typen. Oh, I almost forgot. I'm contractually obligated to recite company slogans to any visitors. We'll get you mostly drunk at half the price. Spacer's Choice. Wir kriegen dich fast volltrunken zum halben Preis. Spacer's Choice. Ja, danke. Go nein, ahead. Nein, wollte ich nicht. Ich habe mich ein wenig umgehört. Jetzt will ich's doch. Niemand scheint etwas über die Hope zu wissen. The Hope? No, I've never mixed a drink by that name. I could get you a rum and something if you like. Wait, no, never mind. We're all out of something. Mhm. Das bedeutet wohl, dass du noch nie von jemandem von der Hope gehört hast. Yeah, I got vague recollections of some folklore about a mysterious colony ship. Oh, ja. Wir werden nicht sagen, dass wir von der Hope sind. Das macht überhaupt keinen Sinn, das zu tun. Okay, tja, jetzt können wir wieder zu Ludwig gehen. Ist das die richtige Tür? Manti Queen, Examind, Lydia Dyer, und was für welche? Das ist die falsche Tür, natürlich ist das die falsche Tür. Aber Dringil ist so der Typ für eine Nachtwanderung. Nachtwanderung, nicht Nachtwanderung sagen. Nachtwanderung. Dringil ist der Typ dafür. Und fragt sich immer noch, was das da hinten eigentlich für eine Dose ist, die da gelandet ist. Und wie man da unten eigentlich hinkommt. Da gibt es ja garantiert Loot. Ich sehe es sogar schon. Da ist ein Loot-Container. Das heißt, man kann da hinkommen. Das ist sehr schön. Wenn ich jetzt draußen bin, würde ich auch mal die Geschichte mit diesem... mit diesem Buch machen wollen, was der Vikar haben wollte. Vielleicht triggert das auch irgendwas an. Ach so, und weil es gerade dunkel ist, können wir ja eigentlich... Bring us honor, soldier.
Ja, ich bring dir keinen Stolz, aber ich bring dir dein Paket. Das hat auch eine gewisse Duftnote mittlerweile. Ich habe das von dir erwähnte Paket gefunden. Feast your eyes, Soldier. This here is a genuine Spacer's Choice Injury Customizing Unit. Designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Mhm. Ja. Wie genau soll ich diese Laser-Läsionsverstärkungseinheit verwenden? There's a workbench right through this door. Attach that unit to your favorite weapon and go forth into glorious battle. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Mm-hmm. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. Ja, hab ich schon. Was werde ich deiner Meinung nach dort finden? I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. Aha. Wie soll ich an eines dieser Logikmodule gelangen? There's the rub. If a mechanical breaks down, the logic module fries. So you can't rip one out of its corpse. You're gonna have to find an intact model somehow. Mhm. Parvati, wäre ein Logikmodul etwas, wobei du helfen könntest? I don't reckon so. Boah. I work with gears and pistons and such. Stuff you can put hands to. Computers and mechanical brains are outside my ken. You know, she names the mechanicals she fixes. Calls them Bess and Clancy and so on. You keep a careful eye on her. Could be a sympathizer. Da ist was dran. Wie lautet der Plan? Don't tell anyone, all right? I've got a contact. A real expert in the inner workings of the automaton. We are gonna rip those mechanical secrets right out of their circuits. Edgewater ist mitten im Nirgendwo. Du hast keine Kontaktperson. Well, excuse me. What I meant was, I'm going to get a contact. Didn't know I had to be all prissy about my grammar around you. Schöne Ausrede. Kann ja nicht so schwierig sein. If you die horribly, I will pour out a can of zero G to your memory. Danke, das ist sehr tröstlich. Die sind alle durchgedreht. Ist die Quest jetzt durch? Es klang ja gerade so, als ginge es weiter. Es geht weiter. Besorge ein Logikmodul, tatsächlich. Die Quest ist noch nicht um. Aber wir können jetzt mal ein paar Sachen machen. Wir können aber auch vorher nochmal, weil es Nacht ist, hier... Hallo. Great work. Hineingehen. Komm rein, komm rein, komm rein. Schnell. Henback. Ja, komm doch rein. Du sollst reinkommen. Mensch. Ah. Nein, uns hat niemand gesehen. Natürlich hat uns niemand gesehen. Scheiße. Du bist der Pflaume, weißt du das? Jetzt muss ich einfach auf die nächste Nacht verschieben. Bleib bloß da drin. Bleibst du da drin. Okay. Okay, wir machen das jetzt anders. Wir improvisieren und das machen wir, indem ich alle möglichen Tasten drücke und sage, wir gehen mal auf den, zum Landeplatz. Auf den Landeplatz, wer bist denn du? Du bist ein Raptidon, Head Anatomy, ein Raptidon. Das ist ein schönes Wort für ein unschönes Wesen. Denn ich möchte jetzt gerne mal ein paar Sachen auf meine Rüstung und meine Waffen kleben. Und checken, ob es wirklich vielleicht einen... Nee, also den Schmidt kann ich immer noch nichts reintun. Naja, egal. Wir gehen jetzt mal hier an die Werkbank. Richtig.
Ja, Modifikation, richtig. Um eine Modifikation zu installieren, wähle erst den passenden Gegenstand und dann die gewünschte Mod-Kategorie, Visier oder Magazin. Dann bestimme noch den zu installierenden Mod und bumm, du hast deine Ausrüstung modifiziert. So kannst du sowohl Rüstung als auch Waffen modifizieren. Mods können nach der Anbringung nicht wieder entfernt werden. Aha. So, das heißt... Achso, Tüffeln geht ja auch. Wie geht denn das? Habe ich noch nicht richtig. Reparieren, das hatten wir irgendwie schon. Ich habe ein Sturmgewehr. So, hier. Wähle ich jetzt aus. Mod installieren muss ich jetzt eh drücken. Auf das Sturmgewehr. So sieht es nativ aus. T und L. Basten wir was drauf? Mac to Zap. Damit hat man mehr Magazinkapazität. Oder? Nee, was? Ach nee, das ist ein... Damit kann ich... Was? Diese Modifikation lässt die Kugel im Lauf vor dem Feuer... Nein. Diese Modifikation steht da. Lädt die Kugel im Lauf vor dem Feuer... Feuern elektrisch auf. Das ist ein schwieriger Satz. Beim Einschlag entlädt sich das Geschoss und verpasst dem Ziel einen Schock. Aha. Oder Magnum. Ein einfaches und übergroßes Magazin, geeignet für alle Waffen im Erdstandardkaliber. Ach, damit habe ich mehr Wumms. Und hier habe ich diese Modifikation. Erhitzt die Kugel, die dann beim Abfeuern zu Plasma explodiert. Hier geht Schaden pro Minute nach oben. Tja. Wir machen mal... Achso, hier oben haben wir noch was. Was ist hier? Weitsichter. Und diese Modifikation erhöht die Treibladung der abgefeuerten Geschosse und erhöht so deren Reichweite. Und das hier ist Gyroskop. Dank eines internen Gyroskops werden ungewollte Bewegungen gedämpft und genauere Schüsse ermöglicht. Und das brauche ich. Aber das habe ich nur einmal. Ah, wir bauen das jetzt mal drauf. Komm. Mod installieren. Ja. Jetzt geht das da oben irgendwie drauf, richtig. Und hier machen wir mal... Ah, komm, mach mal Schock, wobei. Wird dann die gesamte Waffen, der gesamte Waffenschaden zu Schock? Das will ich ja nicht. Ich will ganz normalen kinetischen Schaden haben. Mit ein bisschen mehr Nachdruck vielleicht sogar. So, okay. Escape zurück. Waffe ist modifiziert. Rüstung, was haben wir da? Hier, meine eigene, glaube ich. Da habe ich nichts. Da habe ich auch nichts. Hier habe ich was. Was ist das? Dieses Kit bringt an leicht zu lesenden Stellen inspirierende Slogans an, was Dialog und Führungsfertigkeit erhöht. An leicht sichtbaren Stellen leicht installierende Slogans. Die Idee ist so dämlich. Die muss funktionieren. Und... Geografischer Scanner. Installiert ein externes Sensornetz, das relevante Gegenstände in höherer Reichweite erkennt. Also was braucht ein Gewirr nicht. Also, das will ich sehen. Ich will wissen, wie das aussieht. Mod installieren jetzt. Ja, will ich. Da hängt ja gar nichts dran. Ach, schade. Ich dachte, ihr seht da jetzt irgendwelche motivierenden Slogans. Gut. Ja. Hier sehen wir es auch nicht. Wobei, hier oben ist ja die Bömmel drauf. Aber die Slogans fehlen dir, Dringil. Auch am Hintern hast du keinen. Ach. Schade. Tja, was machen wir jetzt? Wir gehen das mal raus. Wir suchen jetzt mal dieses Vicar. Buch. Er sagte dazu, da müssen wir
Nein, wo war denn das eigentlich? Die drei Bände? Das hier. Da müssen wir irgendwo an den Fluss dahin. Das kriegen wir irgendwie hin. Den Affen, da lassen wir mal in Ruhe. Irgendwie machen die viel zu sehr Aua und viel zu wenig Erfahrungspunkte und viel zu wenig Beute, als dass ich gerade Lust hätte, mich mit denen auseinanderzusetzen. Das hier ist leer, das ist gut. Sind wieder neue Brüder hier eingezogen? Ja, sind sie. Okay, go and quiet. Ich treffe ja gar keinen. Keinen einzigen treffe ich. Geh mir aus dem Weg. Ich kann doch nicht schießen. Das ging schon mal viel besser. Das hilft. Oh, noch einer. Was war da? Ach, sie schießt da jetzt dieses andere Zeug, richtig. Ach, das lohnt sich ja richtig. Die geben 500 EP, echt? War das immer schon so? Dann will ich nichts gesagt haben. Also die lohnen sich EP-mäßig total. Außerdem muss Trinke die immer wieder abservieren, weil sie hier an seinem Lager herum... Nein, das stimmt gar nicht. Rollenspielerisch zu sehen ist das Drigische Lager natürlich in dem Raumschiff. Und nirgendwo sonst. Und ich bin jetzt schon wieder überladen. Ach, Mann, ey. Ich weiß, dass da noch irgendwo jemand liegen könnte. Das ist mir aber egal. Übersehen. Wir gehen in Richtung Flusshöhle. Wegen des Buches. Warte mal, ist es sinnvoller? Da? Ach, hier ist auch nochmal was. Das gucken wir uns noch an. Was ist das hier? Viel Zeug. Irgendwelche Dinge in der Luft. Sind das Samen oder ist das Asche? Ach nein. Speichern. Wir kriegen dich. Du kannst hauen, wie du willst. Wir kriegen dich trotzdem. Au! Au! Wow, du kannst dich ja! Beamen! Wo kam der her? Inhalator! Ganz schnell! Nein, das will ich nicht. Ich will hier hoch. Kam der hier aus dem Gebüsch? Nee, das ist der eine. Es gab zwei von der Sorte. Aber die der neuen Waffe sind die gar nicht so schlecht abzuschießen. Ne? Das geht also auch. Aber so richtig viele XP gab die jetzt nicht. Waffe durchladen. Wegtun. Wem hier die Galle rauszieht. Ach nee, das war Gleetfall. Aber der hier hat eine Trocknohaut. Und der hat auch eine. Und die fressen diese komischen Terrorrochen. Das haben wir schon mehrfach beobachtet. Das ist das Kraftwerk von hinten. Aber um die Ecke links ist auch nochmal irgendeine Hüttensiedlung. Zeigt mal her, was ihr hier habt. Deserteure? Plünderer? Oder andere? Oder gar keiner? Verlassene Spacer's Choice Siedlung. Da sind Plünderer. Da gibt es mega viel zu plündern. Mit 98 von 110 kann ich das nicht wirklich machen. Dann gehe ich jetzt lieber erstmal zu dieser Höhle. This'll be quick. Was denn?
Oh. Oh. Bissige Vögel. Don't mess with us. Ja. Darauf war ich gar nicht gefasst. Das ist das Kraftwerk. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen hier oben eine Höhle finden. I always wanted to poke around in here. Ja, das machst du aber jetzt nicht, Liebes. Wir müssen irgendwie auf die andere Seite von dem Hügel. Das ist natürlich jetzt schlecht. Ich fürchte, wir müssen doch ganz außen rum gehen. Weil am Kraftwerk vorbei, da triggere ich nur die ganzen Roboterwachen da drin. Das mag ich gerade nicht. Ich will diese Entscheidung noch ein bisschen vor mir herschieben, wenngleich ich immer noch nicht wirklich in meiner Entscheidungsfindung gut vorankomme. So, hier sind wir doch richtig. Oh, das gehört auch schon dazu. Oh, you can see the whole world from here. Naja, also würde ich nicht sagen. Vulkangipfel. Oh. Danke. Hier wird aus dem Kern Lava gesaugt, oder was? Mit einem Material, was offenbar sehr hitzebeständig ist. I can see the whole world from here. Naja. Naja, fast. Aber eigentlich will ich hier unten irgendwo hin. Nochmal solche Viecher. Wir kriegen die aber hin. Der gräbt sich ein. Ich hab's genau gesehen. Und er kommt hier raus. Geh weg. Mann! Ja! Nice one! Die geben 600 und so ein scheiß Plünderer gibt fast genauso viel. Oh! Ekelhaft! Trocknungsgehirn! Ach, jetzt bin ich überladen. Ach, nur von 107 von 90, weil ich gerade diesen Debuff habe. Ja, da geht er wieder weg. Siehst du? Alles kein Problem. Ich möchte diese Höhle finden am Fluss. Da unten ist sie. Auftrag aktualisiert, das bebilderte Handbuch. Aha. Das ist interessant. Und es ist vermint. Jetzt nicht mehr. Licht aus. Nein, schade. Aha. Ein Lager. Pack weg. Ein Hochsicherheitssafe. Und ein bisschen Käse, was man halt so braucht. Aber auch den bekomme ich auf. Man braucht ja nur Schlossnacken. Ja, was eigentlich? 5? Echt? Ich habe 47 und ich bräuchte 5. Das sieht schlimmer aus als 5, aber gut. You're fast. Mhm. Tag von M. Bakonu. Eine schöne Melodie. Level up. Und ein bisschen anderen Kram. Natürlich werden wir dieses Buch auch gleich mal lesen. Komm schon. Nee, das war nix. Dietrich mit Modul. Okay. Hier bei der Lampe wird nix sein. Nur so ein kleines Gerät, was irgendwas tut. Wer weiß. Wir nehmen einen anderen Ausgang.
Oh, trocklos. Muss ich baden? Doch, nicht auf mich. Und noch einer. Ja, mach du das mal. Ach, was? Lass mich mal raten, wo der rauskommt. Nee, doch nicht. Der kommt wieder. Oh, der kommt wieder. Parvati! Nein, das ist nicht dein Ernst! Das ist nicht dein Ernst! Das ist nicht dein, scheiß Ernst! Au, au, au! Doch nicht zwei Gegner gucken auf einmal. Au, das geht an die Munition, ey, ihr Viecher! Und ihr spawnt immer wieder nach, glaube ich. Ich mach Haut dabei. Doch hier. Jetzt bin ich überladen. Toll, auch das noch. Ich nehme euer Hirn trotzdem mit. Ach, so schleichen wir jetzt gen Edgewater. Wo ist da die nächste Tür? Die ist... Ja, wartet mal. Wir müssen ja... Ja, eigentlich ist die da. Die ist näher. Ja, im Schleichgang unterwegs. Ich kann es auch nicht ändern. Wegen Trockloheuten und Hirnen. Die sind schwer. Vor allen Dingen auch schwer verdaulich. Und schwer verdient. So könnt ihr ein bisschen die Umgebung genießen. Achso, wir wollten das Ding auch lesen, richtig. Das haben wir irgendwo im Inventar bei den Questobjekten. Da sind sie. Ich kann es gar nicht lesen. Ein handgeschriebenes Tagebuch. Unten in der Ecke steht der Name M. Bakonu. Oh. Ich hatte ein bisschen damit geliebäugelt und gerechnet und darauf gehofft, dass in dieser, in diesem Versteck vielleicht auch das, der letzte Teil dieses Maschinenbauhandbuchs ist, aber vermutlich ist der dann erst in dem Geothermiekraftwerk. Denn da führen ja alle Fäden irgendwie hin, alle Straßen und alle Wege und so weiter. Mal schauen, was Max zu sagen hat. Und mal schauen, wie ich dieses Zeug hier loswerde. Der Verkaufsautomat ist innen. Das ist schlecht. Dann gehen wir doch zu Julius Moreau. Ja, gehen wir. Notgedrungen. Hallo, Julius. Das ist total falsch. Ach, der ist da drüben. Das ist eine Ecke hier, da waren wir noch gar nicht. Oh, übel. Wo muss ich eigentlich hin? Ich muss zum Vikar. Ah ja, da ist ja eine Ecke und Richtung. Constable, da waren wir auch noch gar nicht drin. Das ist die Polizeiwache. Da gibt's bestimmt eine Queste. Also irgendwie, die Stadt kommt mir total groß vor, obwohl sie, wenn man auf die Karte guckt, total klein ist. Ich verstehe das gar nicht, wie man das hinkriegen kann. Irgendwie finde ich mich ja nicht zurecht in diesem kleinen Kaff bisher. Ja, kommt nur her, ihr Piepmetze. Ich habe noch ein bisschen Munition übrig. So. Ja. Handeln. Music. Verkaufen. Ich verkaufe die. Oh, wir haben jetzt mittlerweile 10% Rabatt. Den Schrott. Und Revolver. Das reicht die Pistole. Eine kann man ja dabei haben. Das kann weg. Aber viel habe ich gar nicht. Hier kann eine weg. Das wiegt, glaube ich, nichts. Das wiegt was, das muss ich mal ablegen. Aber für den Moment muss das halt reichen. Ich habe noch ein Sturmgewehr. Eins kann weg.
zwei Jagdgewehre. Ja, ein bisschen Platz ist wieder. So, WK, komm mal her. Erzähl mir Dinge, die mich interessieren. Any progress on that matter we discussed? Na, was glaubst denn du? Ich bin Profi. Ich habe das Buch. Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. What the fuck is this? Is this French? I can't fucking read French. It's a law-forsaken joke is what it is. French. Ha! I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. Du wolltest dieses Buch nicht, um andere davon abzuhalten, es zu lesen. Du wolltest es für dich selbst. Well, yes. But I assure you, it was not for personal gain, only for the greater good. Ja, natürlich. I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing. All the time and suffering I've spent. Wasted. Ja, da hat der Parvati ja recht, dass du hier irgendwie nicht herpasst. Das kann ich nicht unter die Nase reiben. Wenigstens hast du noch deine Missionierungsarbeit hier, die deinem Leben eine Bedeutung gibt. Das wird ja, jetzt wird ihn völlig auf die Palme bringen. Please. As if my life should have no greater meaning than proselytizing to a bunch of feeble-minded wretches. Nothing could be more excruciating than discussing the true nature of reality with people who have no interest beyond their next Aetherwave program. But that's neither here nor there. What I need to do now is to find a translator, obviously. But to do that, I'll first need to secure transport. You have a ship. Perhaps I could make myself of use to your crew. Darauf bin ich jetzt nicht gefasst gewesen. Einerseits, andererseits, warum nicht? Wobei, so richtig trauen tut Drigi diesem Typen natürlich auch wiederum nicht. Aber vielleicht kann der ja irgendwie noch was in die Wege setzen. Was ist dabei für mich drin? Free spiritual counseling, someone to watch your back. Not to mention a grown-up in the party. I'm 28. Exactly. I'm pretty handy with a tossball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a passable gun hand, if it comes to that. I can usually talk my way out of conflict, though. Oh, I'm fairly competent at hacking computers as well. So, so. Lernt man das da in der, im Priesterseminar oder was, ja? Dringil, setz dir was Messer auf die Brust. Spirituelle Ratschläge, bist du überhaupt ein echter Vikar? Of course. I'm a vicar who is dedicated to his calling. More dedicated than any other you'll find in this colony. I joined the OSI to help decipher the grand plan. But instead, I ended up the vicar in a prison due to ignorance and politics. Then I came here. Satisfied? Ich glaube, du warst nicht ganz ehrlich zu mir, was das Buch betrifft. Worum geht es wirklich? It's the journal of one of the originators of the Philosopher's School of Thought, though it would be more than a century before it was perverted into that belief system. Philosophism's a false religion that stands in contradiction to almost everything we know to be true. They believe all is chaos, in stark contrast to OSI's belief in the plan. But most of that came later. Bokonu had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Wie kam es dazu, dass du einem Gefängnis zugewiesen wurdest? Hat er das gesagt? Egal, ich frag's mal. Most lay people are not aware of this, but we've not discovered any new insights into the plan for a long, long time. I had an idea that we should welcome the truth, no matter where we found it. I had the worse idea to share my thoughts with a superior. And that's the long and short of it. So,
What do you think? Glaube ich nicht. Ja, wir rekrutieren den. Klingt gut, gehen wir. Fantastic. Let me get my things in order and I'll catch up with you. Edgewater's gonna miss you. Folk here always had good things to say about their vicar. Thank you, Ms. Holcomb. I'll be glad for the change of scenery and to leave this place behind. I shall see you on the ship, Captain, whenever you're ready to leave Emerald Vale. Mhm. Okay, dann kann ich eigentlich einen anderen Fummel anziehen. Das freut mich. Tja, jetzt haben wir diese Queste erledigt. Das bebilderte Buch. Ja. Aber auch das hat uns irgendwie nicht vorangebracht. Das kann man natürlich mit ihm im Schlepptau mal zu Adelaide gehen, die noch wegen der Zähne gefragt werden muss. Aber im Moment, denke ich mal, sollten wir Edgewater noch weiter angucken. Wir haben ja noch hier, also hier in dem Viertel waren wir. Im Gemischtwarenladen waren wir auch, hier unten auch in dieser Krankenstation. Hier ist irgendwo der Shop von Konrad. Aber hier sind noch ein, zwei Häuser, da waren wir noch nicht drin. Ich frage mich gerade, ob man hier in der im Seitenkämmerchen, hier hinten. Da waren wir auch schon. Ja gut, dann denke ich mal, wir machen weiter mit Edgewater. Hier die letzten Häuser, die noch gerade zugänglich sind. Und dann gucken wir mal, wie wir mit dem WK vielleicht mal zu Adelaide laufen und nochmal nach Dingen fragen. Und dann werde ich jetzt nach der Ablende nochmal ein paar Sachen ablegen in meiner Krabbeltruhe. Und für euch und mich geht's dann weiter am Beginn vom nächsten Teil hier in Edgewater. Genau. Bei mehr Licht. Bis dahin.